Wir haben einen sehr guten Schlosser gehabt, ich meine, ich kann jetzt auch von meiner Gemeinde reden, beziehungsweise auch einen Tischler, der wirklich noch diese alten Häuser restauriert hat. Aber das ist natürlich jetzt weg und das war uns wirklich, das ist ein großes Anliegen, ich wiederhole mich wieder, dass einfach das erhalten bleibt. Ja, natürlich als Vorsitzende der Genregion Semmering-Graz bin ich natürlich verantwortlich, beziehungsweise bei einem Team, also steht ja nicht alleine, sondern der ganze Vorstand hat dem zugestimmt. Damit sind wir uns herangetreten, ein Projekt zu machen und zu wollen. Wir haben das natürlich aufgegriffen, einstimmig aufgegriffen. Ich denke, gerade unsere Region ist geeignet für dieses Projekt, das davor geführt wird und ausgeführt werden soll. Ich denke, ich war halt wirklich sehr, sehr erfreut, so viele Besucher und Besucherinnen begrüßen zu dürfen, im Speziellen ein guter Mix. Ich habe irgendwie schon ein bisschen Angst gehabt, dass irgendwo halt dann doch die Personen des Handwerks betreiben oder die Unternehmer und Unternehmerinnen doch vielleicht nicht kommen oder sich einfach nur informieren wollte dann, aber das ist leider nicht eingetreten und ich denke, es war wirklich eine gute Veranstaltung. Es passt natürlich in unsere Strategie, es passt natürlich in unsere Region und ich denke, es ist eine Wertschöpfung für die ganze Region und ich denke auch, es ist ja doch, wenn man heute sieht, das Handwerk stirbt aus. Wir haben selbst in Glocknitz zwei Handwerksbetriebe, die wirklich schon ein langjähriger Familienbetrieb sind. Die halt sich nicht so erweitert haben, wie man heute das Beispiel Melk gesehen hat, sondern die haben halt wirklich nur im kleinen Kreis das immer gemacht. Aber die haben wirklich alte Fenster, diese Kastenfenster repariert, restauriert und so weiter. Und unser Gedanke war eigentlich, dass wir dieses Handwerk aufrechterhalten sollen, dass eben Lehrlinge das aufgreifen sollen, die ältere Generation, die das noch können, denen weitergeben sollen. Das war eigentlich wirklich der Hintergrund. Und ich denke, in unsere Region passt das genau. Es ist Wald und Holz und so weiter, das passt wirklich zusammen. Wir sind jetzt einmal bei dem Projekt, das wird jetzt mal ausgearbeitet. Wir haben von der kleinen Region, wir haben ja da EU-Förderungen auch beantragt und so weiter. Und wenn wir suchen jetzt zum Beispiel irgendwie leerstehende Gebäude, die man irgendwie, wenn sich irgendjemand interessiert, einfach so wie halt in kleinerer Form in Bregen, in Vorarlberg, bis das gemacht wird, dass wir einfach so die eine oder andere Gemeinde dazu gewinnen können. Wir sind schon auf der Suche nach leerstehenden Gebäuden. Wir wollen aber natürlich auch unsere eigenen Betriebe, die bereit sind, solche Lehrlinge aufzunehmen und das weiterzuvermitteln, auch unterstützen. Es ist natürlich sicher nicht ein langer Weg und ein Bedarf, großer Erklärungsbedarf. Wir haben es ja schon gesehen, wie das Projekt vorzustellen ist ja auch nicht so einfach gewesen in unseren Gremien. Aber das ist eigentlich unser Sinn und als Wertschöpfung für unsere ganze Region. Ja, es ist natürlich auch wir sind doch die größere Stadt in unserer kleinen Region und wir sind natürlich sehr interessiert, einfach halt Lehrlinge zu halten. Beziehungsweise meistens ist dann irgendwo der Beruf verbogen, dann zieht man dorthin, wo man den Beruf hat und wir wollen natürlich Bevölkerung ja halten, beziehungsweise Zuzug, gerade in unserer Region, dass sie erweitert wird, der Zuzug. Und dann muss man natürlich Lehrplätze anbieten können und vor allem halt auch irgendwie den Gedanken wecken, einen Lehrberuf zu erlernen. Und das ist heute auch gekommen, also auch mit den Schulen zusammenzuarbeiten, dass die einfach das verbreiten. Ich denke, das ist eine gute Voraussetzung und das werden alle Gemeinden sollten halt das irgendwo dann aufgreifen und wirklich halt die Zusammenarbeit mit den Schulen suchen, ihnen halt irgendwie erklären und auch mit den also Lehrherren unter Anführungszeichen und vor allem der Sprung so von der 5. Klasse, dass man einfach dann wirklich hineinschnuppern kann in eine Lehre, also in einen Betrieb. Aber der muss einmal vorhanden sein und der muss gewillt sein, das zu wollen. Ja. Aber da können wir ansetzen, dass wir unsere bestehenden Betriebe ersuchen, wirklich den Lehrlingen oder den angehenden Lehrlingen zu zeigen, was alles möglich ist in einem Lehrberuf. Und eben gerade diese Wertschöpfung, dass eben auf jeden Fall dann irgendwo halt ja die Bevölkerung wächst und der Zuzug wächst, beziehungsweise weil man der Bestand erhalten bleibt. Ja. Wir haben zwei Betriebe gehabt und die haben wirklich, ja, das wirklich auch genauso gemacht, wie es man früher gemacht hat. Der hat auch immer Lehrlinge, also einen Zulauf gehabt in Regen. Natürlich ist ihm das Alter da und wird das aufgehoben, also hören die auf und natürlich, damit es dann eben dieser Beruf. Ich habe wirklich einen sehr guten Schlosser gehabt, ich meine, ich kann jetzt auch von meiner Gemeinde reden, beziehungsweise auch einen Tischler, der wirklich noch diese alten Häuser restauriert hat.
Aber das ist natürlich jetzt weg und das war uns wirklich also ein großes Anliegen, wiederholen mich wieder, dass einfach das erhalten bleibt und dass man die, ja, man muss ja dann wahrscheinlich weiterdenken, das wird wahrscheinlich der zweite Schritt sein. Die werden natürlich halt eine finanzielle Unterstützung ja auch benötigen und da muss man natürlich dann versuchen, andere ja, Stellen anzufragen, ob die irgendwie Möglichkeit ist, wie Wirtschaftskammer da, dass halt gerade solche Leute auch dann unterstützt werden, die bereit sind, eben dieses Handwerk aufrechtzuerhalten.